Ah, ist schon kalt. Ist schon ein wenig kalt. Aber gibt kein falsches Wetter, gibt nur falsche Klamotten. Yay! Leute! Holla, die Waldfee! Scheiße! Das ist mal Training! Ey, geht bergab! Aber ich muss reintreten wie so ein Ochse, um vorwärts zu kommen. Unglaublich. Aber man gewöhnt sich langsam an den Schnee. So. Alto Belli. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt, euch mal kurz die verschiedenen Modi von der Lampe zu zeigen. Wie gesagt, es dämmert leider schon. Ich war ein bisschen spät. Ja. So, aber die GoPro habe ich mal ausnahmsweise auf 1800 ISO eingestellt, maximal. Im Dunkeln, im kompletten Dunkeln ist der Effekt natürlich noch krasser. Ich guck mal, ob ich den Knopf finde von der Lampe. Mit den linken Handschuhen, jo. Also die hat im Grunde drei verschiedene Leuchtkraftstufen plus noch einmal ein Blinken. Das ist die hellste und ihr seht, selbst beim Dämmern, normalerweise dürfte das gar nichts mehr bringen. Also jede andere Lampe oder viele andere Lampen, die verkacken da schon diese 15 Euro eBay Dinger oder Amazon Dinger und die leuchtet doch noch gut aus. Also ich weiß gar nicht, was ich euch da groß zu erzählen soll. Wenn ihr commutet, also mit dem Fahrrad auch den Dienstweg beschreitet, so den Arbeitsweg, dann ist die für kleines Geld echt Gold wert. Hat einen USB-Anschluss für einen Akku zum Laden. Ja, könnt ihr also auch, ja, vorher mit dem Chef natürlich absprechen, aber auf der Arbeit euch ein Ladegerät oder am PC anschließen und dann tagsüber auf der Arbeit laden und dann seid ihr abends wieder stark klar. Und könnt sicher nach Hause, wenn ihr durch den Wald müsst oder so. Auf der Straße ist sie, glaube ich, gar nicht zugelassen. Würde ich euch aber auch nicht empfehlen. Weil gerade wenn ihr die auf dem Helm montiert habt, überall wo ihr hinguckt, blendet ihr Menschen. Das ist halt eher semi. Wisst ihr, was noch semi ist? Meine Kondition. Hei, hei, hei. Skier wären heute besser gewesen, glaube ich. Alto Belli. Leckofatei. Aber irgendwie geil. Nur ob ich es bis auf die Halde schaffe, ich weiß nicht. Das ist noch ein ganzes Stück. Und ich wollte euch unbedingt die Lampe einmal in Aktion zeigen. Ich hoffe, da kommt rüber auf den Videos. Aber hier waren schon Leute unterwegs. Die ganzen Gassigänger. Aber ich glaube, meine Reifenspur ist die erste heute im Wald. Puh. Das Hintere dreht durch. Ich muss mich zwingen, durch die Nase zu atmen. Hilfe! Ja Leute, ich mache jetzt mal aus und versuche mal bis zur Halde zu kommen. Spar bis dahin Akku, da kann auch ein Stündchen dauern. Bis gleich. Jo, so.
Also die Lampe, um die das da gerade ging, das war genau diese hier. Und zwar ist das die Sigma Buster 700. Ja, ich finde immer, viel kann man zu so Lampentests, also ist ja kein Test, aber viel kann man zu so Lampen eigentlich nicht sagen, außer, jo, die ist hell oder die ist nicht hell. Das Ding hat ja so eine SMD-LED vorne drin. Hat wie gesagt diese drei Stufen plus diese Blinkstufe. Soll laut Herstellerwebseite circa 2 Stunden auf volle Pulle laufen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, macht ihr eure Lampe mal auf halbe Leuchtstärke? Also ich nicht, ich lasse sie auf volle Kanne böllern und ja, wenn die dann 2 Stunden klarkommt, ist das super. Ansonsten sollen es bis zu 18 Stunden sein. Ich denke mal, das dann in diesem Blinkmodus. Ich habe die gekauft für etwas über 30 Euro. Und dafür finde ich, ist die mega gut. Einzige Manko an der Lampe, was ich nicht so cool finde, ist, die hat hier hinten so einen Verschluss, wo die Ladebuchse drunter ist. Erstmal, ja, ist ein normaler Micro-USB-Anschluss. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. USB-C wäre schon cooler gewesen. Kann man aber drüber hinwegsehen, das passt schon. Allerdings, dieses Gummi hier ist für meine Begriffe, schließt das nie richtig. Also dieses Gummi, da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das vernünftig wieder reinschiebt in die Führung. Dann hält es einigermaßen, aber das finde ich jetzt nicht so geil gelöst. Da hätte man vielleicht irgendwie was Cooleres machen können. Denn nur so bleibt das Ding halt auch wasserdicht. Insgesamt, ne, die Lampe, klar, ist zertifiziert nach irgendeinem Standard, keine Ahnung. Also ihr könnt damit durch den Regen fahren, tauchen solltet ihr vielleicht nicht mit dem Teil. Ich kann das nur empfehlen. Ich war nicht bereit, irgendwie einen Akku an meinem Fahrrad zu befestigen oder Hunderte von Euros für eine Lampe auszugeben, und bei 30 Euro, ey, da habe ich mir gedacht, kannst nichts falsch machen. Was ziemlich geil ist, ihr kriegt so eine Helmhalterung dabei. Die lässt sich hier mit so einem Straps unten in den Helm einfädeln und hält auch super klasse. Ihr könnt die dann an der Seite mit einem Imbusschlüssel, könnt ihr die fester oder lockerer machen und dann auch in der Neigung auf dem Helm verstellen. Funktioniert super, ne, dann slidet er die hier so rein, macht am besten mit beiden Händen, slidet er die da so rein und dann hält das Ding auch. Also ihr müsst den Imbus schon relativ fest machen, damit die nicht hin und her wackelt, weil die ist schon relativ schwer, die Lampe. Wenn die einmal auf dem Helm ist, spürt ihr die aber kaum. Vor allem, wenn ihr die so über dem Helmmittelpunkt habt, wie ich das jetzt hier habe, super geil. Im Video seht ihr natürlich, dass der Schirm von meinem Helm, weil ich die GoPro noch vorne drunter hatte, ein bisschen im Lichtkegel ist, den Lichtkegel so ein bisschen abschneidet. Wenn ich den Schirm unten habe, dann sieht man da nichts von. Ne? Ja, ich würde euch jetzt natürlich gerne noch viel, viel mehr Footage auch von der Halde zeigen. Mache ich jetzt auch, allerdings muss ich euch enttäuschen. Ich war nämlich auch ziemlich enttäuscht, und zwar haben meine GoPro-Akkus, ich hatte 3 Stück mit, und am Anfang im Wald habe ich auch mit dem ersten Akku gefilmt. Ja, der hat so, sagen wir mal, 20 Minuten durchgehalten. Dann hat er die Füße von sich gestreckt und hat schlapp gemacht. Ja, ich habe mir gedacht, ja komm, egal, ist ein bisschen kälter, dann sind die Akkus halt von Haus aus nicht so leistungsfähig. Hast ja noch 2 dabei, alles gut. Wollt mir die dann auch aufsparen, wie ihr gesehen habt, ne? Ja. Das End vom Lied war dann aber die Szene hier. So, Leute. Ja, und danach habe ich dann noch den dritten Akku probiert, und der hat genau die gleiche Geschichte gemacht. Ne? Also der hielt dann noch 1 Minute lang und danach war Schluss. Also jetzt mal im Ernst, GoPro. Also ich glaube noch nicht mal, dass das am Akku lag, weil ich habe die Akkus zu Hause, wie die Kamera dann auch aufgewärmt ist zu Hause, habe ich die Akkus nochmal reingeschoben und die haben dann volle Leistung angezeigt. Also muss wirklich die Kamera gewesen sein, die aufgrund der Kälte halt schlapp gemacht hat. Und da frage ich mich, wie kriegt ihr das hin, irgendwelche Skifahrer damit auszurüsten oder irgendwelche Snowboarder, so, wie geht das? Ich meine, es war schon relativ kalt heute, es waren minus 4, 5 Grad oder so, mit dem Wind vielleicht noch ein bisschen kälter, aber nichtsdestotrotz, also es ist jetzt nicht so, als wenn wir hier in Sibirien wären, wir sind hier im Ruhrpott. Ich war mehr als enttäuscht, weil, ich sag mal, die eine Abfahrt, die ich gemacht habe von der Halde, war schon ganz geil. Naja, ich zeige euch auf jeden Fall jetzt noch das, was ich euch zeigen kann, was ich mit dem Handy dann noch kurz gefilmt habe, weil mein Handy, mein Samsung-Handy, hat das komischerweise hingekriegt, nicht in die Knie zu gehen. Also das ist standhaft geblieben und hat noch seinen Dienst verrichtet. Ja. Keine Ahnung, was da los war. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr sowas schon erlebt habt, auch mit euren GoPros.
Ich war auf jeden Fall ziemlich enttäuscht, bin ganz froh, dass ich bis jetzt noch nicht so krasse Probleme hatte. Einmal in Willingen, da hatte ich wirklich Probleme, das kann aber auch an der SD-Karte gelegen haben. Aber ansonsten, ja, ich hoffe mal, dass ich nicht mehr allzu oft im Schnee unterwegs bin dieses Jahr, sondern dass es schnell Frühling wird und wir wieder auf trockenen Trails kommen. Ja, und bis jetzt, muss ich auch sagen, habe ich GoPro immer in den Himmel gelobt, weil ich super zufrieden war. Aber das heute hat mich richtig, richtig abgefuckt, muss ich wirklich sagen. War richtig nervig und ja, kaum war ich zu Hause, habe die Kamera eine halbe Stunde auf den Tisch gelegt, ging das Ding wieder wunderbar. Also ich raff's nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch kennt, ob ihr auch Probleme schon mit GoPros gehabt habt. Weil ich bin ganz ehrlich, dann kann man sich auch immer nach Alternativen umgucken. So Ausfälle brauche ich überhaupt nicht. Ja, ich wünsche euch dann jetzt noch viel Spaß mit dem Footage, was ich noch mit meinem Handy irgendwie aufgenommen habe. Die Tonqualität ist miserabel, auf der Halde war aber auch so übelst stürmisch einfach. Ich habe sowas hier noch nicht erlebt. Ehrlich, war richtig krass, wie so ein Blizzard ist das über die Halde drüber gefegt, das Wetter. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß damit. Wenn ihr schon mal dabei seid, dann vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und lasst mir am besten ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann gibt es noch so eine Glocke, da könnt ihr noch drauf drücken und so. Ich bin super happy, wenn ihr das macht, denn wir sind kurz vor 1000 Abonnenten. Und ja, macht einfach nur mega Bock, wenn es hier weiter vorangeht. Jetzt viel Spaß mit den restlichen Videos. So, keine Ahnung, ob man mich jetzt versteht. Also wir sind jetzt oben an der Bergarena. Ich bin jetzt im Handy, wo meine GoPro-Akkus komplett den Geist aufgegeben haben. Vielleicht seht ihr, was hier noch geht. Ich versuche jetzt noch einmal bis oben hin zu schieben, aber selbst hier diese kleine Pfütze oben auf der Halde ist halt komplett zugefroren, Alter. Ja, hier geht aber auch der Wind drüber, ist unglaublich. Also ich würde natürlich nicht drauf gehen, so, ne? Aber dann ist Klippe da, also Gottes Willen, wenn die Scheiße geht, nicht drauf, ne? Weil auch das ist knietief und wenn man da einsackt, so, das ist auch unlustig, ne? Nachher kriegst du da irgendwie einen Schock und ist auf deine Pfütze, das wäre nicht geil. Aber so sieht es aus. Man konnte komplett nur hochschieben. Und Leute, ich sag euch, ne? Das sieht immer alles total geil aus, wenn die Jungs durch den Schnee ballern, ne? Aber, glaub mir. Dann nehmen die kalten Pony-Schlecke. Scheiß. Naja. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo entspannt runter. Ja, rollen kann vielleicht. Mal sehen. Aber nee, erstmal gucken, ob ich hochkomme. Könnte aber schwer werden. Jo, der Akku sagt 100%. Bin mal gespannt, für wie lange noch. So, nehmen wir an hier. Viel mitfahren. Das wird hier eher ein bisschen runterschieben, weil das geht gar nicht. Das ist so übel einfach. Also, es ist einfach nur vereist. Da kannst du nichts fahren. Nee. Da kannst du gar nichts fahren. Selbst wenn ich es bescheuert bin. Wäre ich wohl nur mit dem Schneeflug durchgekommen. Ja, hinterm Ruhrpott, ne? Verkehrte Welt. Ach ja. Es ist echt sau schade, dass die GoPro schlapp gemacht hat. Ich würde euch jetzt echt gerne so die Abfahrt zeigen. Ich fahre aber wirklich nur. Ja, S-Line ist zugeschneit, so. Da kann man nicht runter. Hätte ich aber wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht mal der Erste, der hier am Kreuzweg zwischen den Wegen runterfährt. Ist eigentlich auch relativ easy. Ich mache einfach beide Füße raus und ziehe die Hinterradbremse. Die quietscht zwar wie die Sau, aber ganz egal. Ja, tut mir leid, heute wenig Fahrszenen leider. Weil die GoPro-Akkus blöderweise dicht gemacht haben. 100% Akku einmal reingesteckt, zack, war Ende. Raff ich nicht. Vor allem, wie viele Skivideos gibt es denn mit GoPros? Warum geht das denn bei denen? Und bei mir geht das nicht. Scheiße. Ja, so richtig viel war dann leider nicht mehr.
ich hätte euch wirklich noch mehr Schnee-Action gezeigt, obwohl so viel Action, naja, ob es jetzt Action war, keine Ahnung. Also ich muss euch echt sagen, ich bin gefahren wie auf hohen Eiern. Das hat man vielleicht dann noch am Anfang auch schon gesehen. Das ist super schwer im Schnee zu fahren. Ich weiß nicht, wie andere das hinkriegen, keine Ahnung. Aber hat Bock gemacht. Ich war 3 Stunden unterwegs, war mega am Arsch, wie ich nach Hause gekommen bin. Die heiße Dusche hatte ich mir dann doch verdient. Habe ich zumindest so ein Gefühl gehabt. Und ich freue mich wieder auf trockenes Wetter. Und ich freue mich drauf, wieder Gas zu geben. Und ich bedanke mich echt recht herzlich bei euch, dass ihr mir so viel Support gebt. Wir haben die 1000 fast geschafft, Leute. Mega geil. Ich drehe durch. Damit sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein. Euer Marc. Leute. Sieht hier aus wie bei Walking Dead. Vereinzelt. Schaffen es noch Leute aus der Stadt.